Die Privatwirtschaft in der Eurozone hat scheinbar ihre Talfahrt verlangsamt und weckt dadurch die Hoffnung auf ein Ende der Rezession. Denn der Einkaufsmanager-Index ist im Dezember zum Vormonat um 0,7 auf 47,2 Punkte geklettert. Das teilte heute das Market-Institut mit, welches dies gemessen hat. Das ist der beste Wert seit 9 Monaten. Allerdings liegt der Einkaufsmanager-Index jetzt schon zum 11. Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Deswegen konnte das auch den Märkten heute noch nicht den rechten Rückenwind verleihen. Man schaut außerdem nämlich auch noch auf verschiedene Interpretationen des Notenbankprotokolls, was gestern veröffentlicht wurde, nämlich der US-amerikanischen Notenbank Fed. Und dabei soll herauszulesen sein, dass einige Mitglieder des für Geldpolitik zuständigen Offenmarktausschusses die aktuellen Konjunkturhilfen zunehmend skeptisch sehen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der jüngsten konjunkturellen Entwicklung. Wir haben ja durchaus positiv überraschende Daten zuletzt aus Amerika bekommen. So zum Beispiel gestern auch den ADP-Arbeitsmarktbericht. 215.000 neue Stellen wurden da im Dezember geschaffen. 133.000 neue hatte man nur erwartet. Und jetzt ist man ganz gespannt auf den großen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten am heutigen Nachmittag um 14.30 Uhr. Da werden dann die offiziellen Daten bekannt gegeben. An der oder stärkster Verlierer im deutschen Aktienindex ist am heutigen Vormittag die Merck-Aktie, die jetzt mit 1,5% im Minus liegt bei 100,05 €. Hier gab es einen Analystenkommentar der Kollegen von Nomura. Die haben nämlich ihre Einschätzung von Kaufen auf neutral herabgestuft und das löste dann verschiedene Verkäufe am Aktienmarkt aus. Der deutsche Aktienindex insgesamt, der liegt heute mit 8 Punkten oder 0,1% im Minus bei 7.747 Zählern, aber er hält sich immerhin noch wacker, wenn man mal den Beginn dieses Jahres betrachtet mit den enormen Kursgewinnen. Er ist nicht ganz so weit entfernt von dem erreichten Höchstkurs, dem 5-Jahres-Hoch, das ja bei 7.789 Punkten festgestellt wurde. Eine Bemerkung sollten wir aber noch machen zu den Solarwerten, die ja gestern schon deutlich zulegen konnten, nachdem der US-amerikanische Star-Investor Warren Buffett bei einem US-amerikanischen Projekt eingestiegen ist, der Firma SunPower. Das heißt, hier weitere Milliarden in den dortigen Solarsektor pumpt. Über Berkshire Hathaway, seiner Beteiligungsgesellschaft, will er ja bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar investieren. Und das verleiht auch heute den Solarwerten hier an den deutschen Börsen einen Aufwärtsschub. SMA Solar nochmal mit 5,7% im Plus. Die SolarWorld-Aktie sogar mit 10,9% im Plus, jetzt bei 1,38 €, nachdem es gestern hier schon um mehr als 15% nach oben ging. Und auch der Zulieferer Wacker Chemie legt nochmal um 1,1% auf 54,05 € zu.